Bevor das Video losgeht, machen wir noch etwas Ankündigung. Und zwar kommt heute die große Eröffnung unseres Gaming-Kanals. Und zwar kommt das Video nach diesem Video hoch. Dann seht ihr unseren Gaming-Kanal. Der wird heute hochkommen. Und was werden wir da alles hochladen? Wir werden Gaming-Videos, so wie ja, das hätte ich gedacht. Rocket ja. League. Was auch immer. Ich glaube, es werden meistens Rocket League-Videos kommen, weil das ist am einfachsten zum Aufnehmen. Ich liebe Rocket League. Ja, und ich liebe wieder Fortnite leider. Und ich habe eben extrem viele Skins und so. Und okay, ich habe so viele Skins, habe ich jetzt auch nicht. Aber egal. Leute, viel Spaß mit dem Video. Peace. Peace, Leute. Was genau? Ich bin auf einer Gamer-TV. Und heute machen wir ein neues Video. Und zwar FAQ Teil 2. Also, und zwar müssen Sie Fragen beantworten. Die Fragen abgeschrieben von euch und auch von uns. Und ja, hat doch einiges geändert in der letzten Zeit. Das war vor 2 Monaten das letzte Video. Das ist krank. Gut, da würde ich sagen, wer beginnt. Aber schnick, schnack, schnuck. Gut, ich beginne. Go. Also, dann, die erste Frage ist, wie alt sind wir? Ganz easy. Ah, 13. Du bist 13 und ich bin 15. Ich will mit 14 eine MOVA-Prüfung machen. Ja, das. Freundin oder nicht? Ja, ich habe eine. Bei ihm? Ja, bei mir sind sie zwar nicht so gut, dass ich bin extrem traurig die letzten paar Tage, so die ersten Tage gewesen. Und zwar kam es zur Trennung, Leute. Wir haben am Wochenende Schluss gemacht vor einer Woche. Am Morgen aufgestanden, habe ihr geschrieben, wie geht's dir so. Am Schluss, nachher kommt die Nachricht. Raffi, ist es gut, dass wir nur noch Freunde sind? Und ich dachte erstmal so, hey, warum? Ist das, machst du das jetzt wirklich ernst so? Ich musste dann extrem viel nachdenken, ob das jetzt ein Spaß oder nicht ist, weil stellt euch mal vor, plötzlich kommt eure Freundin und sagt, ich will nicht mehr, oder? Und dann habe ich mit ihr telefoniert so und dann hat sie mir halt erklärt, ja, sie hat keine Zeit mehr und so und ja, wie es halt das Leben so ist, heißt es jetzt halt, ich habe keine Freundin mehr. Und wir wissen, wie sie heißt, das ist halt scheißegal, weil ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Also in 2019, 18. Dezember, sind wir zusammengekommen, meine Freundin. Und 2 Jahre, Junge, das ist krank. Wir sind schon 2 Jahre, kennen wir uns. Zwischendurch haben wir so 2 Monate Schluss gemacht, so. Ja, und nachher haben wir noch Schluss gemacht. Nachher sind wir noch zusammengekommen und bis jetzt haben wir so durchgezogen. Ja, bei dem ist eine Freundin, das ist eine die aber ich liebe sie und das wird auch die beleidigt mich die ganze, obwohl ich nichts mache. Ach, du nervst auch immer, Jungs. Ja, was für ich nerven? Ich bin am Spielen Fortnite und sie so, ja, komm, spielst du Fortnite? Und ich so, ja, komm, wenn du Schluss kommst du, ja, der Raffi nervt mich. Okay, das kann ich euch doch erzählt haben. Egal, Leute, das war jetzt die Story. Nächste Frage. Und zwar Karriere. Und zwar, unsere Karriere ist, wir haben schon extrem viel so gemacht. Aber die YouTube-Karriere zum Beispiel, wir haben begonnen so. Wir waren ganz chillig so. Am chillig war, glaube ich, in den Ferien mal. In den Herbstferien war das. Oktober? Ja, stimmt. Nein, September, glaube ich. Kurz nach deinem Geburtstag haben wir begonnen mit YouTube. Seit fast 2 Jahren haben wir. Wir waren in unserem Ferienhaus und dann haben wir uns halt so getestet, wie das so. So Videos auf YouTube. Nein, in Italien haben wir begonnen. Und dann haben wir halt so Videos von Italien gefunden, so wo wir im Zoo waren. Das allererste Video war von meinem Bruder, das habe ich einfach so gefilmt. So, also das habe ich vorgefilmt am Sommer und habe es dann am Herbst mal hochgelassen, um zu schauen, was so ist. Und dann habe ich halt auch diese Tiervideos, alles Mögliche. Darf ich so halt, damit ich von den Grenzen her Videos hochgeladen habe. Und dann kam mir den Sinn, ja, warum beginnen wir einfach mit YouTube so. Und dann haben wir einfach besser begonnen, so Videos zu machen. Das allererste richtige Video ist, glaube ich, die Mr. Poops Challenge, oder? Mhm. Und das Wetter einfach das Burger-Wetter ist und die Mr. Poops Challenge. Also und dann kommt. Ja, und so haben wir halt nachher begonnen mit YouTube, aber die ersten Videos sind halt langweilig. Uncutting. So, ja.
und der Nicht-Lachen-Challenge und da ist die Aufnahme blau gewesen. Warum schauen Sie da nicht? Mein Bruder seine Luft macht einfach ab zu keinem Sinn. Aber auf jeden Fall, auf seinem Kanal ist er übrigens jetzt unser Gaming-Kanal. Das heißt, er ist zuständig für die Katze an diesem Kanal. Er ist zuständig für das Filmen. Das heißt, wenn man Gaming das hochladet, hört ihr ihre Stimme. Also, er nimmt es auf mit seinem Handy. Und er muss auch aber auch selber cutten, weil ich zock nachher da. Können wir nachher auf der Xbox irgendwie so eine Party machen? Ja, ich zock da unten, ja, ich spiele mit Headset und da kann ich reden. Und, ja, das heißt, ich würde eigentlich meinem Bruder hauptsächlich reden und ja. Dann würde ich sagen, alte Katze, ja. Hi Katzen, ja. Die erste war Sheila, die war uns mit 2 oder 3 Jahren verstorben, weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall durch einen Autounfall, sie ist unter das Auto gekommen. Genau, wir waren am Baden, wie ihr wisst. Und man weiß, kann meine Mutter so rein, unsere Katze ist gestorben, aber wir haben anscheinend gelacht, hat unsere Mutter gesagt, ich sage es immer noch nicht. Und dann haben wir halt eine zweite Katze geholt, das ist die, die wir eben noch haben. Also die rote, die ist jetzt in Max und die ist mittlerweile 8 schon, das ist crazy, gell? Und später haben wir dann eine kleinere Katze geholt, die haben wir nur ein Jahr oder so, ein halbes Jahr. Die hat uns aber überall ihr Geschäft hingemacht, das heißt, wir haben sie verkauft. Und ja, die war ungefähr ein Jahr alt und die war extrem süß. Und das ist die Katze, hat mich, glaube ich, von der Familie am meisten geliebt, weil damals kam sie die ganze Zeit zu mir. Danke, dass die Kamera sich auch verschiebt. Kam sie die ganze Zeit zu mir. Weil ich musste auch jedes Mal auf sie schauen, als sie zum Beispiel weg seid. Weißt du, wisst ihr noch? Ich musste das immer auf sie schauen, die ganze Zeit nur. Also ich habe das meiste für sie gemacht, sogar das Kissen geleert und so. Und ja, ich vermisse sie halt, die Katze. Hoffentlich ist sie nicht gestorben. Ja, ich hoffe auch. Der Meri ist neu oder nicht? Und zwar, mein Bruder ist Meerschweinchenkind, der kann auch alles erklären, was wir mit den Medis alles machen. Gönnt euch. Also, Meerschweinchen. Ja, 3 Meerschweinchen. Und dann haben wir so ein enges Käfig so und wir brauchen ein neues und dann kaufen wir einfach so 1,70 lang und keine Ahnung, irgendwie so. Auf jeden Fall extrem groß. Und auch in meinem Zimmer und dann, nehmen wir noch ein Erziehungsmeerschweinchen, das ist dann eins ein oder bisschen zwei, das wissen wir noch nicht. Entweder noch 5 oder 4. Dann jetzt, das ist die Erziehungsmeerschweinchen und das passt auf die 3 auf, weil die sind gleich alt alle. Ja, die 3 so sind zwei. Alle nicht mal ein Jahr alt. Ja. Die sind alles noch Babys sozusagen. Und wenn die ja keine Eltern haben oder solche Erziehungen, die können ja machen, was sie wollen, aber das ist ja gut. So, deswegen kaufen wir eine, die 2, 3 Jahre alt oder so ist. Und keine Ahnung. Kauft euch keine von diesen Hobelspänen. Die sind so mühsam, ich sag's so. Ihr müsst jeden Tag saugen. Die ganze Wohnung. Kauft Matten und dann könnten sie hier drauf pinkeln und dann, es wird nicht dreckig. Ja, ihr könnt so Matten kaufen, dass wenn sie wischen und dann ist wieder leer. So, oder? Und bei diesen Hobelspänen muss man immer rausschaffen, alles Mögliche machen. Das kann man pro Monat einmal wechseln. Ja, ist doch schlimm so. Und wir müssen jede Woche mit den, also jetzt gerade. Ja. Und es hat auch mehr als, also es ist breiter, sie können durchrennen, was sie wollen, sie können daran alles machen. Und sogar so, es gibt sogar so Rollen, die, es gibt viele verschiedene. Wir kaufen uns auf jeden Fall extrem viele Videos, Leute. Sobald wir das alles haben, machen wir auf jeden Fall ein Video. In einem Monat kommt das. Ja, machen wir ein Video, was wir alles so geändert haben. Vielleicht machen wir ein Meerschwein 24 Stunden eben Teil 2 so. So bitte nicht. Danke. Gut. Wer ist stärker? Ja, definitiv ich. Aber man sieht es halt, man meint, er ist stärker, weil sein Körper generell ist halt muskulöser. Sieht er also muskulös aus, weil er halt ein bisschen mehr. Ich sag jetzt mal so, wenn wir beide von Null starten würden, würde ich stärker sein, weil meine Muskulatur baut sich schnell auf. Ja, aber das ist nur, weil du mehr isst. So. Also generell.
Er ist ja viel dicker als ich. Das ist das Problem so, wisst ihr? Hey, du bist schwerer, Junge. Ist mir noch nicht. Auf jeden Fall. Ja, das ist einfach. Man meint, er ist stärker, aber ich bin halt stärker so. Das Problem ist halt einfach, es sieht viel muskulöser aus, weil er viel mehr Fett hält als ich, oder? Dann drum sieht das so aus, oder? Das sieht gegen dich. Ja gut, manchmal lasse ich mich einfach schlagen und es ist nicht schlimm. Ja, okay, machen wir. Dafür halte ich mehr aus. Dafür halte ich mehr aus. Nächstes Game Mass wieder, Leute. Und zwar müssen wir es heute drehen wieder. Dann wurde wieder gar keinen Bock. Ah, ich muss wieder. Keine Ahnung, wer der Game Mass ist. Ich hoffe, der Game Mass. Also er hat mir eben vorher geschrieben noch. Aber ich hoffe, er stimmt zu. Ja, er hat uns ja vorhin noch geschrieben, von wegen 3 Monaten, wir haben ja ihn einfach ignoriert, so. Das ist gar nicht gut, oder? Er hat uns vorhin heute Morgen geschrieben. Und auf jeden Fall seht ihr auch, was er geschrieben hat heute Morgen. Ja, würde sagen. Wer ist schwerer? Das wissen wir noch nicht. Ich bin schwerer. Ach, fetter. Keine Ahnung was, ja. Ich habe nur ein bisschen schwer als ich. Egal, nächste Frage. Wie schwer sind wir? Ja, ich bin ungefähr 57 Kilo. Ich etwa so? 59? Ich bin glaube ich 59,5 seit neuestem. Du bist glaube ich 59,8. Ja. Gar nicht mal so viel Abstand. Das wäre knapp. Da 300 Gramm musst du schon. Junge, du hast innerhalb von 3 Tagen 4 Kilo zugenommen. Junge, chill mal. Nein. Weißt du, wie schnell? Nein. Wie groß? Ja, wie groß? 1,87. Mein Junge! Was? 1,78. Ich bin 1,78. Da bin ich auch. 1,78. Ich bin gar nicht voll abgeschmissen. Keine Ahnung warum. Nummer 11. Fortnite. Oh, okay. Fortnite-Account. Deinen. Okay, warte, wir beginnen ganz easy. Ich habe insgesamt 5 Fortnite-Accounts. No joke. 5? 5. Auf dem PC habe ich einen. Dort heißt es, keine Ahnung, Religion HK, wie auf meiner Switch auch. Oh, warte, das so OMG. Dort habe ich so viele Skins. Das ist nicht normal. Ich habe es gar nicht gewusst. Ich habe damals so viel ins Fortnite gezockt. Ich hatte auf diesem Account selbst gemacht. Skins, ist nicht normal. Und dann habe ich auf der Xbox dann, da heißt es Welpebogen 54494, glaube ich, keine Ahnung. Dort habe ich seit neuestem angefangen zu spielen. Und du? Ah ja, stimmt, wir haben noch einen Ersatz Highland, das ist aber uns beiden. Dann haben wir einen Shirpimake, keine Ahnung, warum. 200? Der Shirpimake 200. Mein Bruder ist ein Account. Und dann haben einer wir für. Noch einen für, das ist der mein Bruder, seinem Auto kann, aber da hat der. Da habe ich sogar den Seuchendoktor. Der hat. Okay, der Seuchendoktor. Reden wir mal lieber nicht darüber. Nächste Frage. Leute, glaubt die Story nicht, dass diese solchen Doktor scheiße fällt auf TikTok. Rocket League Account. Ja, ganz easy, was? Ich bin Level 216. Warum bist du so weit, Junge? Chill mal. Battle Pass bin ich 162. Chill, bin Stufe 87, 68. Ja, ich spiele nicht so viel Rocket League, ich spiele. Aber du bist Stufe 100, 104. Ja, aber nicht im Battle Pass. Ja. Leider. Oh Mann! Und ja, mach mal weiter. Ich bin Elite-Herausforderer. Junge, der Turniersieger bald. Ich bin 2. Platz geworden, aber nein, meine Teammates sind dort so lost gewesen und wir sind 2. Platz. Du bist vielleicht lost? Nein. Nächste Frage. Warum lange kein Videos kommen? Leute, wir haben manchmal einfach keine Zeit wegen der Schule. Ja, Junge, diese Videos sind auch vor allem bei mich und du kannst einfach die Videos machen und fertig. Und ich muss am Abend schneiden. Was auch immer ich alles machen muss. Ich habe einfach keinen Bock so. Manchmal zu schneiden. Und dann habe ich halt schon ein paar Videos vorgedreht und die habe ich alle gelöscht. Keine Ahnung warum. Und da. Hast du da drauf gelöscht? Haben sie gefragt? Unser Panini! Ah ja, unsere Panini. Wo haben wir sie? Sie sind uns zwar, wie sie haben, bis. Du hast mir auch nicht die Panini durchgenommen, dass du kommst. 1-0, next, Lieblingsessen. Was hast du? Burger. Echt? Ja.
wenn ich ehrlich bin, David, sag mal etwas. David, Schnitzel mit Kroketten. Kroketten? Beste. Auch gegessen? Nein, ja. Lieblingstier. Tiger. Ah, Bär. Das gedacht, nee, Schweine sind egal. Gut, dann. Lieblingsfarbe. Grün. Blau. Wie viele Konsolen habt ihr? Aber am PC? Nochmal ein? Plus 3. Xbox, Switch, Handy, ein iPad. DS? Nintendo, ja. Haben wir beide? Also eine. So. Ja. Also zusammen. Next. Egal. Du? Ah, du. Handy. Radio. Ah ja, stimmt, habe ich auch. Tablet 2. Nein, 3. Das weiße, das normale und das PC-Tablet. Eigentlich der große Bildschirm, PC, Xbox, PlayStation 4. Ja. Und die. Ja. Hast du Xbox schon gesagt? Lieblingsspiel. Rocket League. Minecraft. Minecraft. Das ist viel. Welch schneller. Ja. Aber knapp. Ich bin fast so schnell wie du. Obwohl ich. Fast so schnell wie du. Leute, wir sind fertig. Voilà, das war's. Also, endlich haben wir es geschafft, Leute. 15 Minuten. Das ist also übertrieben. Die geben uns so viel Mühe für YouTube. Cool, Leute, das war's mit dem Video. Wir sagen bis zum nächsten Video. Peace.